Hallihallo und herzlich willkommen zurück im Jahre Anno 2205. Und ja, ihr seht, die Bilanz ist nur ein bisschen gestiegen, es ist weitergelaufen, während ich gespeichert habe gerade meine Aufnahme. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn ich hier Escape drücke, sehen wir hier BBK Industries mittelgroßes Gewerbe. Das klingt nicht wirklich von Weltrang. Also ganz ehrlich, dafür, dass wir im Moment Zweiter sind hier an der Spitze, gleichrangig mit dem Ersten. Dafür finde ich es ziemlich schwach, muss ich schon sagen. Gut, wie dem auch sei, wir werden sehen, 44k haben wir im Moment. Ich werde auch erstmal warten, wie viel wir jetzt überhaupt steigen und mir in der Weile überlegen, was wir jetzt als nächstes tun werden. Man könnte natürlich jetzt noch mengenmäßig ein bisschen mehr machen. Hier hinten das erschließen, sollten wir wahrscheinlich auch tun. Was allerdings schwierig wird, ist, wie wir das mit unserer Industrie machen, weil wir da platztechnisch ja schon ganz schön am Limit sind. Also so viel ist da gar nicht mehr. Sodass wir vielleicht mal schauen sollten, ob wir hier hinten noch ein bisschen Industrie machen können. Wie kann er mich denn überholen, wenn er die ganze Zeit vor mir war? Muss ich nicht verstehen, oder? Ist egal. Gut. Brücke sieht aber auch interessant aus. Okay. Was ich auch interessant finde, wenn man hier mal schaut, alles fliegt, aber wir haben trotzdem Straßen. Das verstehe ich nicht. Vor allem, ich meine, dass wir hier Fußgängerpromenaden haben und sowas, ist logisch. Weil die Leute müssen irgendwie zu den Häusern kommen. Aber wenn eh alles fliegt, wozu brauchen wir dann Straßen auf dem Boden? So langsam sind so ein paar Sachen in dem Spiel, wo es mich schon so ein bisschen aufregt. Tut mir leid. Gut. Gab es die Gebäudeschnellansicht vorher auch schon? Da sehen wir, was wir wie viel wir wovon haben. Ich glaube, das gab es vorher noch nicht. Vorher gab es nur die Karte und die Personenansicht. Gut, aber wie dem auch sei. Wir sind bei 46,5k. Sehr gut. Wir bräuchten mittelfristig noch einen Bahnhof. Der müsste dann irgendwo hier oben hin. Aber das ist, denke ich mal, nicht das Problem. Gut. Möchte ich aber noch nicht bauen, weil der relativ teuer war. Okay. Irgendwie ist ein bisschen ins Erliegen gekommen. Wir sind ein bisschen besser weggekommen. Wir sind jetzt bei 46,5k. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Gut, was ist das hier eigentlich für eine Lücke? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Warum ist da eine Lücke? Ja, ja, ja. So, okay. Bauen wir erstmal hier in die Ecke, weil da möchte ich ja nicht das große Gebäude bauen. Okay, hier können wir einfach die Straße mal weiterziehen. Zack, zack, zack. Nummer 4. Wir werden auch, glaube ich, bald nochmal unsere Produktion von Baubots brauchen. Okay. Sonderlich schön ist das jetzt auch nicht gebaut. Also ich weiß auch nicht, wie das dann aussieht, wenn man schön baut, effektiv dann. Habe ich so noch nicht probiert. Dieses Gebäude steht noch nicht endgültig. Das könnten wir auch durchaus nochmal umräumen. Gut, hier würde ich generell nochmal große Gebäude bauen. Es geht ja fast auf. So. Und weiter. Und hier oben kommt dann irgendwann das zweite Dingens hin, der zweite U-Bahn-Station oder was auch immer das sein soll.
Gut, mal schauen. Hier würde sogar fast sogar noch so eine Reihe hinpassen. Allerdings wird das dann mit den Straßen ein bisschen knapp, schätze ich mal. Wenn ich jetzt hier so ein Haus hinbaue, kommt da noch eine Straße rum? Ja. Okay, so. Nein, sie kommt nicht rum, verdammt. Verdammt. Das ist ja jetzt nicht so toll. Ah, wie machen wir das dann da oben? Das ist ja eine schwierige Frage. Gut, erstmal könnte man hier noch Gebäude bauen. Gut, das baue ich auch einfach so weiter. Und Straße. Gut, ich würde jetzt erstmal wirklich probieren, auf die 50.000 zu gehen. Was wir schon fast haben. Und danach die Stadt weiter auszubauen, ist jetzt erstmal mein Ziel. Und das müssen wir in 15 Minuten halten. Das heißt, ich werde wahrscheinlich diese 15 Minuten auch nicht aufnehmen. Oder ich werde es... Mal überlegen. Was wir da machen. Gut. Wir könnten mal noch ein bisschen... So. Mal schauen, wie sieht's aus. Wir könnten mal noch hier ein bisschen... Zack. Und Wasser. Oder ist Wasser schon wieder alle? Wo hatten wir denn das letzte Wasser gebaut? Hier oben sind auf jeden Fall zwei Wasser. Die sind aber auch voll. Ich finde kein leeres Wasser mehr. Also baue ich hier ein neues. Zack. Gut. Was haben wir auch wieder? Saft ist erst in der nächsten Stufe das Problem. Dann machen wir mal Upgrades. So. Mal schauen, machen wir hier erstmal Upgrades. Die Reihe. Transferroute ineffizient. Ja. Ursache: fehlende Waren. Das kann schon sein. So. Wie viel können wir denn noch upgraden, wenn man das immer vorher wüsste, ne? Kann man bestimmt irgendwo nachschauen, aber ich bin jetzt zu faul. Gut. Transferroute ineffizient. Ursache: fehlende Waren. So. Kleine Gebäude können wir auch nicht mehr upgraden. Sehr schön. Okay. Dann haben wir gleich die 50.000 geschafft. Ich muss nochmal nach den Waren schauen. Okay. In der Hoffnung, dass wir hier noch was bauen können, so ein bisschen. Ich nehme sie beim Wort. Ja, mal schauen, ob ich dir helfe. Weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht entschieden. So, brauchen wir noch ein neues Gebäude davon. Na klasse. Administratorin. Das da wollte ich. Ja, wir brauchen dann auch noch ein Logistikzentrum. Ist ja schwierig. Wo packt man das noch hin, das Logistikzentrum? Ist ja echt schwierig. Egal, erstmal bauen wir das hier. So, Logistikzentrum. Passt nirgendwo mehr hin. Weil es wahrscheinlich schon toll wäre, hier noch eins zu haben, prinzipiell. Auch wenn mir da der Platz nicht gefällt, aber ich habe ja sowieso vor, das mehr oder minder bald umzusetzen. Gut, das heißt, wir kommen damit noch nicht auf die 50.000, leider.
Und da kann man noch eins hinmachen. Okay, sehr, sehr schick. Sehr, sehr schick. Okay. Dann die Spritzen. Da haben wir auch noch das hier. Da brauchen wir also nur noch hier von einem Gebäude. Was natürlich jetzt dadurch, dass wir da auf der anderen, dass wir da dieses andere Gebäude gebaut haben, natürlich nirgendwo mehr hinpasst. Natürlich auch sinnvoll ist, auf jeden Fall. So. Bauen wir das mal kurz ein bisschen um. Ich brauche unbedingt mehr Platz. So. Gut, reicht das jetzt noch von den Pasten, die wir noch hatten, Zellen? Nein, natürlich nicht, okay. Bauen wir noch eins, passt es jetzt? Ja, okay. Algen haben wir auch noch ein paar. Gut, sind wir damit erstmal mit allem wieder positiv, sind noch bei 49,27k. Bräuchten wieder ein Infozentrum. Das könnte man hier hinten nochmal hinbauen irgendwo. So, Infozentrum, 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 da. So, jetzt müssten alle erstmal wieder versorgt sein, hoffe ich. 7 haben wir jetzt. Okay, das ist akzeptabel. Gut. Steigt sogar wieder ein bisschen unsere Bilanz. Gut, dann würde es jetzt im Endeffekt losgehen, dass wir dann mal das hier upgraden, genau. Da wäre es prinzipiell schlau, das Ganze um dieses Gebäude hier zu machen, drumrum. Transferroute ineffizient. Ursache: fehlende Waren. Ja, 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 okay. So, da, 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 ja. Ja, 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 mal mit der Ruhe. Okay, Beförderung nicht mehr möglich. 52k. Firmenstufe gestiegen. So, das heißt, wir müssen jetzt leider 15 Minuten warten, Leute. Es gibt jetzt im Endeffekt zwei Möglichkeiten, die ich jetzt überlege. Die eine ist, ich spiele trotzdem weiter und mache irgendwas, womit ich jetzt kein Geld ausgebe und da auf keinen Fall drunter komme. Oder ich gehe auf Nummer sicher und lasse es, halt es an. Aber ich glaube, ich lasse es trotzdem weiterlaufen. Wir könnten aber auf jeden Fall jetzt schon mal uns überlegen, wo wir das hinsetzen. Wir sind auch im Moment mit 6000 drüber. Sozusagen. Dass wir uns mal überlegen, wo wir das hier dann hinpacken. Es wäre dafür natürlich gut zu wissen, wo die anderen Gebäude hinkommen. So, das heißt, ich würde hier erstmal da würde eine Straße bitte, bitte, bitte. Wir brauchen da oben auch noch ein Sicherheitszentrum auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay. Mehr Häuser bauen ist ja prinzipiell erstmal nicht dramatisch. Ich weiß, wir haben auch im Moment Defizite bei den Waren. Ist mir bewusst. Das werde ich allerdings bewusst erstmal nicht großartig ändern. Vielleicht ein paar kleine Sachen. Gut, dann packen wir das dahin.
würde ich sagen. Oder machen wir da einen Weg noch? Ich pack's dahin. So. Wir haben jetzt erstmal was verloren, aber dafür bekommen wir jetzt auch wieder was dazu an Bilanz, logischerweise, weil ja noch Leute jetzt hinzuziehen, sozusagen. Und wir können das hier noch ein bisschen. So. Ach, das zählt noch nicht als Verbindung, weil das ja keine allgemeine Verbindung ist. So. Machen wir es so. Okay. Wir sind immer noch. Wir sind fast wieder bei dem, wo wir waren, bevor wir dieses Gebäude hier gebaut haben. Von daher alles in Ordnung. Okay. Schau mal, wir haben bei Reis Probleme. Reis kostet ja nicht so viel. Das heißt, wir könnten diese Reisprobleme mal ganz fix lösen. So. Und wir haben Wasserprobleme. Wasserprobleme kosten auch nicht viel. Wasserprobleme könnten wir auch mal lösen. So. Okay. Wie sieht's aus? 8 Minuten 22 noch. Ich habe übrigens die ganze Zeit meinen Finger auf der Plus-Taste hier, damit das schneller verläuft. Vielleicht schaffen wir es ja noch bis zum Ende der Folge. Ich hoffe es. Ich will eigentlich nicht wieder so ewig überziehen wie letztes Mal. Letztes Mal haben wir, glaube ich, eine 30-Minuten-Folge gehabt. Gut, wie viele Einwohner haben wir eigentlich im Moment jetzt so insgesamt? 66, oh, nicht mal die Hälfte, nicht mal die Hälfte. Wie sollen wir das schaffen? Na gut. Wir werden sehen. Erstmal werde ich warten und danach werden wir sehen. Gut, wo haben wir noch Probleme? Luxuskost. Intelliware, das sind dann schon etwas teure Sachen, die ich jetzt nicht so hundertprozentig einschätzen kann. Deswegen möchte ich da erstmal warten. Gut. Wie sieht es eigentlich aus mit hier oben Straße? Ah, sehr gut. Da möchte ich dann irgendwie vielleicht eine Straße haben. Mal schauen. Kann ich im Prinzip auch schon mal Häuser bauen. Was habt ihr denn? Da ist doch Straße. Verdammt. Nein, da ist keine Straße. Okay. Ist ja klar. So, jetzt ist da Straße. Okay. Noch 8. Aber das stelle ich jetzt nicht an. Das kostet richtig viel, weil wir da ja so sehr aufgestockt haben. Mit unseren ganzen Erweiterungen. Achtung. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, ja, das ist mir gerade egal. Die Bevölkerung muss gerade mal kurz leiden, damit wir unser Energieproblem, was wir von hin und wieder haben, mal lösen können. Denn 3000 Energie, das bringt uns ein bisschen weiter, glaube ich. Hoffe ich. Theoretisch müssten wir auch mal dann drüber nachdenken. Also alternativ, was heißt, ja, nicht. Wenn wir das schaffen, dann nicht. Aber alternativ müssten wir mal überlegen, ob wir oben die... ja, Fusionsreaktoren noch ein bisschen aufstocken. Das ist allerdings auch, denke ich mal, einigermaßen langwieriger Prozess. So, 150.000. Was? Sie rocken heftig. Oh, wir rocken heftig. Das ist auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie es im letzten Anno-Teil 2070 war. Den habe ich zugegebenermaßen nicht sehr lang gespielt, weil er mir einfach nicht gefallen hat. Aber meiner Meinung nach ist es das erste Mal, dass wir wirklich bei diesen Bildern hier ausgeglichen haben zwischen Männlein und Weiblein. Ich glaube, das waren vorher immer nur Männer. Zumindest bei den alten Anurteilen bin ich mir da ziemlich sicher. Gut, es regnet gerade ein bisschen hier. Ist aber nicht dramatisch. Noch 2 Minuten. Sehr gut. Und dann möchte ich nämlich prinzipiell, da wir ja so langsam platztechnisch auf Probleme stoßen, das Ganze bis hier hinter erschließen, die Brücke ausnutzen und hier drüben nochmal Industrie bauen, beziehungsweise Sachen verlegen.
Schön ist, hier haben wir auch alles, was wir brauchen. Wir haben Bergplätze. Wir haben, glaube ich, auch genau hier ein paar Wasserplätze noch. Das heißt, es ist wirklich sehr lohnend. Ja, kurz schauen, ein bisschen. Oh, das ist aber ein schickes Tal, oder? Ja, muss ich doch mal sagen. Das gefällt mir. Da hinten unsere Stadt, Mann, wie die aussieht. So ein übelster Block. Ist leider der Nachteil so ein bisschen an Anno. Oh, schick, wie wir hier durch können. Hui. Es ist halt alles sehr Block und so weiter, ne? Aber das hier ist auch gerade richtig cool. Davon muss ich mal einen Screenshot machen, wenn wir hier den Damm fertig haben. Dass wir hier rechts auch noch einen fertigen Damm haben. Da muss ich von hier mal einen Screenshot machen. Oh ja, vielleicht denke ich ja sogar dran. Sie verschwenden keine Zeit. Das mag ich. Sehr, sehr, sehr schick. Ja, hier wohne ich. Aber egal. Ja, die haben das jetzt wieder so gemacht, dass das mit einmal klicken. Ja, sehr gut, das gefällt mir. So, wir müssen das nächste Mal wieder relativ einfache Aufgaben machen. Allerdings sind wir mit unserer Zeit für diese Folge am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns auch das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.